So, da sind wir schon wieder bei der nächsten Aufgabe, nämlich erziele Kopfschüsse. Was ein Kopfschuss ist, sollte eigentlich klar sein, aber wir erklären es natürlich trotzdem. Ihr müsst halt am Gegner Schaden am Kopf machen. Und am leichtesten geht es halt eigentlich in Gruppenkeile oder ihr spielt einfach ganz normal weiter. Aber wenn ihr die Aufgabe so schnell wie möglich machen wollt, einfach Gruppenkeile ist in meiner Meinung nach das Schnellste, weil in der Endzone ihr landet, habt immer Gegner um euch rum und Headshots sind da eigentlich passieren halt automatisch. Wissen wir ja selber. Wir planen es zwar immer, aber funktionieren tut es nicht. So, dann seht ihr hier den Ladebildschirm und alte Hasen von euch wissen ja, das ist jetzt die Zeit zum Liken, Kommentieren. Wenn du noch kein Abonnent bist, ich dir aber schon mehrmals helfen konnte, lass gerne ein Abo da, weil bei 320 Abonnenten kommt nämlich unten schon die nächste Zahl vom PaySafe Code. Und wenn du wissen willst, wie du den Code knacken kannst, einfach unten in der Videobeschreibung gucken. Da habe ich ein extra Video hochgeladen, wo ich das nochmal genau erkläre, wie du den Code testen kannst, ob du den Code richtig hast und so weiter. Also, wie gesagt, ein Abo lohnt sich auf jeden Fall. Einmal natürlich für mich, aber für alle anderen, die auch schon fleißig abonniert haben, natürlich auch noch, weil desto mehr Abonnenten, desto schneller gehen die 10 Euro raus und die nächsten kommen. So, dann sind wir ja hier bei Headshots. So, ich würde sagen, ich gehe schon mal direkt rüber zu denen. Einfach aus Prinzip. Gut, bei denen werden die meisten natürlich jetzt zu Fatal Fields gehen, aber wir tricksen das jetzt ein bisschen aus. Boah, das leckt. Dann lande ich nämlich bei Loot Lake, hole mir da gerade ein bisschen Loot und dann würde ich sagen, gehen wir auch schon direkt rüber zu denen. Ja, ich habe schon gerade diese Lags. Ich sage, das Spiel ist für mich echt fast unspielbar, ey. Aber halt von den Videoaufnahmeeinstellungen ist es halt wirklich perfekt. Also ich verzweifle da echt langsam dran. Ja, ich darf nicht speckcoden. Ah, das schmeckt sowieso. Wie gesagt, mit MPs ist es sowieso am besten, weil ihr halt, wenn ihr einen Headshot macht, macht ihr halt viele Headshots hintereinander. Ja, der Versuch war nett, aber ich bin halt kein Gegner. Umsortieren und da würde ich sagen, gehen wir auch schon rüber. Obwohl, warte, zählt das nicht auch als Headshot? Ich hole sie mal mit. So, dann gehen wir nämlich direkt rüber. Ich hoffe, ich komme mit dem Metz da jetzt mal drüber. Oh, ist das ein lustiger Typ. Da war das ein Gegner. Ist anscheinend ein Gegner, keine Ahnung, wo er ist. Ist er denn? Keine Ahnung. So, na, die Kiste kriege ich nicht. Sind da. Aber ich sehe gerade, ich bin immer noch bei mir auf dem Zonenbereich. Aber jetzt müssen wir eigentlich schon auf die ersten Gegner treffen, weil es war ja auch denen ihr Anfangsgebiet. Ich bin immer im Überlegen, hier hoch. Obwohl es eigentlich total selbsterklärend ist.
Ich denke mal, in einer Runde sollten wir es eigentlich easy schaffen. Auch wenn wir voll sind. Vielleicht treffen wir einen Gegner. Also immer mitnehmen. So. Dann kommen wir nämlich jetzt langsam hoffentlich endlich mal auf die ersten Gegner. Ja, 13 Stück sind noch da, das ist gut. Und wie gesagt, schalte die Videos jetzt echt extra ein bisschen kürzer, weil ich halt gesehen habe, sie werden halt einfach nicht bis zum Ende geguckt. Das kann ich euch aber auch vollkommen verstehen, weil ihr wollt nur die Lösung sehen, fertig ist. Mache ich auch genauso. Nehme ich auch da wirklich keinem übel. Aber wenn ich schon das Video für euch mache, will ich natürlich die Aufgabe trotzdem schaffen und dann kann ich auch die Aufnahme gerade mitnehmen. So, müssen wir mal Gegner sein. Ich sehe hier nicht einen Gegner. Was ist denn los hier? Wir kleiden alle noch von oben runter. Ich hätte schon gerne eine Aufgabe. In einer Runde. Und wie viel müssen wir machen? 10. Ah, der erste kommt runter. So, jetzt wird die Zone auch endlich mal kleiner. Das mit dem Fallschaden habe ich immer noch nicht hingekriegt, aber ich lege es auch nicht drauf an, sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Ach, er war schneller als ich. Er will nur den Hit. Bam, bam. Also hofft man Headshot wäre natürlich auch nicht schlecht. Oh, was will der denn da unten von mir? Hier sind doch noch andere. Ja, hast du davon. Aber wieder kein Headshot. Weg. Was ist das denn für ein scheiß Aim-System jetzt, ey? Das meine ich. Kaum sind Gegner da, ruckelt es. Das ist so zum Heulen. So. Ja. Hast du schön gemacht. Das Problem ist,
Headshots immer noch keine gemacht. Aber da war der erste Headshot. Auch wenn ich tot bin. Ein Headshot haben wir schon mal. Ihr seht das immer an dem gelben Schaden. Ah, da habe ich gedacht, ich könnte abstauben. Das war ein normaler Schaden. Nicht so lecken würde. Furchtbar. Aber wie gesagt, ihr habt ja gesehen, einfach da Headshots machen, dafür 10 Stück und schon habt ihr die Aufgabe geschafft. Da war wieder einer dabei und ich habe auch mein eigentlich müsste ich es geschafft haben. Ja. Mit dem Fallschaden. Sehr. Nein, ich habe doch vorher geschossen. Oder wahrscheinlich zu früh. So, aber wie gesagt, ihr habt es ja jetzt gesehen, einfach Headshots machen ist dann, wenn der gelbe, der Schaden nicht weiß oder blau ist, sondern halt so orange. In dem Sinne, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat oder ich euch weiterhelfen konnte, gerne ein Abo da lassen. In dem Sinne würde ich sagen, haut rein.